Hallihallo! Es ist mal wieder Zeit für Neuerscheinungen. Das heißt, alle von euch, die hungrig auf Neues sind, aufgemerkt! Heute gibt's Neuerscheinungen. Ein bisschen Fantasy ist mit dabei, aber auch Thriller und ein historischer Roman. Und ich hätte gesagt, wir legen einfach gleich los. Ronin. We love stories. Am 5. Juli geht's los, da erscheint Die Legende der Adlerkrieger Teil 1. Und wenn du dich jetzt wunderst, warum das jetzt schon wieder in diesem Video ist, weil es war ja schon im letzten Video drinnen, das liegt einfach daran, wir haben es ein bisschen verkackt und jetzt ist es sozusagen so, dass der erst im Juli rauskommt. Aber diesmal kommt er wirklich, Matthias Lühn liest das Ganze und das Ganze ist Fantasy und man spricht so ein bisschen davon, dass das der chinesische Herr der Ringe sein soll. Also man kann da durchaus mal reinhören, gerade wenn man auf epische Fantasy steht. Jin Yong hat das Ganze geschrieben und naja, darum geht's. Kurz bevor sie von den Soldaten des Jin-Reiches getötet werden, schließen die beiden Kung-Fu-Kämpfer Guo Xiuqian und Yang Jixin einen Pakt. Auf immer sollen ihre beiden noch ungeborenen Kinder einander in Treue verbunden sein. Während der Weg des Schicksals Yangs schwangere Frau an den Hof des Jin-Prinzen führt, verschlägt es Guos Frau in die weiten Steppen der Mongolei. Dort bringt sie ihren Sohn Guo Jin zur Welt und die beiden finden Unterschlupf beim Clan des aufstrebenden Mongolenfürsten Genghis Khan. Bald wird Guo Jing von den 7 Sonderlingen des Südens, den herausragendsten Kung-Fu-Meistern, zum Kämpfer ausgebildet. Und schon bald findet sich der tapfere und gutherzige junge Krieger inmitten eines gewaltigen Abenteuers wieder, bei dem es um nichts Geringeres geht als das Schicksal Chinas selbst. Noch ahnt Guo Jing nicht, dass sein mächtigster Gegenspieler der von seinem verstorbenen Vater auserkorene Schwurbruder Yang sein wird. Weiter geht's am 7. Juli mit einem Thriller. Und dieser Thriller ist tatsächlich sogar der zweite Teil einer Reihe, zu der es sogar eine Vorgeschichte gibt, nämlich Das Gift des Bösen. Geschrieben von Sharon Bolton und gelesen von Rebecca Feil. Und die Vorgeschichte, die ich gerade erwähnt habe, die könnt ihr euch sogar kostenlos anhören, denn das ist nur ziemlich kurz, könnt ihr euch bei uns auf der Website runterladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die Kurzgeschichte zu Das Gift des Bösen heißt übrigens Meister des Todes, aber wie gesagt, um die geht's eigentlich gar nicht, sondern eben um Das Gift des Bösen. Und wenn du dich jetzt fragst, worum es da geht, naja, Rebecca Feil erzählt's dir. Das Böse in dieser Stadt ist niemals verschwunden. Ein schauderhafter Fund führt Florence Lovelady, die ranghöchste Polizeibeamtin Großbritanniens, zurück in ihre Heimat. In der englischen Kleinstadt Septon sind in der Nähe des ehemaligen Waisenhauses 4 Kinderskelette aufgetaucht. Nach offizieller Verlautbarung sind sie uralt. Doch Larry Glassbrook, verurteilter Mörder und berüchtigster Sohn der Stadt, vertraut Florence an, dass hier etwas vertuscht wird. Um das Böse endgültig aus Septon zu vertreiben, muss Florence sich ihrer eigenen Vergangenheit stellen und sich in tödliche Gefahr begeben. Fantastisch geht es dann weiter mit einem Hörbuch, was den zweiten Teil bildet zu einem unserer Bestseller aus dem letzten Jahr. Das Ganze ist Urban Fantasy, gelesen von Tim Gößler. Und auch in diesem Teil entführt er uns wieder zumindest für eine kurze Zeit nach New York, was die namensgebende Stadt für diese Reihe sozusagen ist, nämlich die Hexen von New York, der zweite Teil zu Die Geister von New York. Mystisch, spannend, aber auch ordentlich humorvoll wird es dann wieder und wir folgen wieder Lionel Page aus dem ersten Teil und darum geht's genau. In New York erfährt der Journalist Lionel Page, dass das Übernatürliche real und er selbst ein Hexer ist. Als dann seine Freundin Maddie verschwindet, macht er sich natürlich auf die Suche nach ihr und ihre Spur führt ihn zu Cordell Spears, einem Millionär, der gerade in Griechenland eine Ausgrabung finanziert hat und jetzt eine Ausstellung plant, wo die Fundstücke präsentiert werden sollen. Cordell wird aber angegriffen von einer Frau, die ihn des Mordes bezichtigt, an ihrem Mann, der war auch Archäologe bei dieser Ausgrabung, und die eine Flasche bei sich trägt, ein Tongefäß, das sie auf Cordell Spears werfen möchte, was Lionel aber an sich bringt und erkennt, dass auf dieser Flasche ein Siegel drauf ist, das Siegel von Tisiphone. Lionel erkennt also, Maddie muss irgendwas mit dieser Flasche, mit dieser Frau, mit Cordell Spears zu tun haben. Und schnell beginnt für ihn ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem er Göttern, Helden, Sagenwesen, Furien begegnet und um sein Leben kämpft. Es wird blutig, es wird spannend in
Die Hexen von New York. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die Hexen von New York erscheint am 12. Juli. Am 19. Juli geht es dann weiter mit einer Reihe, die tatsächlich jetzt verfilmt werden soll, und zwar als Serie von Amazon. Über die Hauptfigur davon habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch natürlich hier oben und unten in der Videobeschreibung. Und die habe ich so bezeichnet als der weibliche Sherlock Holmes. Also wenn du so auf Sherlock Holmes-Geschichten und Ermittlergeschichten stehst, dann könnte das echt was für dich sein. Ich spreche natürlich von Antonia Scott, die Protagonistin aus der Die Rote Königin-Reihe. Und der dritte Teil, Der Weiße Spieler, erscheint jetzt am 19. Juli eben wieder gelesen von Sondrin Mittelstädt und geschrieben von Juan Gomez Jurado. Tatsächlich soll Der Weiße Spieler der Abschluss der Trilogie sein und dreht sich um Mr. White, dem Gegenspieler zu Antonia Scott, dem sie schon einige Zeit lang auf der Spur ist, aber nie fassen konnte. Blöd bloß dabei ist, ihr Kollege Young ist jetzt in Gefahr, wenn sie das sozusagen nicht löst und das Spiel nicht gewinnt, das er mit ihnen spielt. Und damit sie das gewinnen können, müssen sie drei unlösbare Fälle lösen, die sie dann letztlich zu Mr. White führen sollen. Naja, hoffentlich zumindest. Zu guter Letzt habe ich euch hier aber auch noch einen historischen Roman versprochen und der wird mal wieder gelesen von Uwe Teschner und ist tatsächlich ebenfalls ein zweiter Teil einer Reihe. Das häuft sich in diesem Monat ganz schön oft. In Herr der Steppe folgen wir mal wieder Genghis Khan. Wir erfahren, wie es weitergeht mit dem großen historischen Eroberer oder besser gesagt, wie es weiterging. Und Uwe Teschner erzählt uns das Ganze und erzählt euch auch, worum es genau geht, also in welche Richtung das Ganze dann genau verläuft. Er kam aus der Steppe und erschütterte die Welt. Nach jeder gewonnenen Schlacht wächst die Streitmacht Genghis Khans. Er eint die Stämme der Steppe, die sich seit Jahrhunderten bekämpft haben, gegen einen gemeinsamen Feind, das Kaiserreich China. Auf dem Ritt durch die Wüste Gobi muss der junge Feldherr lernen, eine Armee zu befehligen, der tausende Männer unterschiedlicher Rassen und Religionen angehören. Endlich erreicht er die Tore der Hauptstadt Chinas und der eigentliche Kampf beginnt. Und das waren sie, unsere Neuerscheinungen im Juli 2023. War was für dich dabei? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich dir einfach nur ganz viel Spaß beim Hören, was auch immer du gerade hörst. Kannst auch das mal in die Kommentare schreiben, was gerade aktuell bei dir so auf dem Tisch liegt. Und naja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen Tag und sag tschüss, ciao und servus.